Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute versuchen wir mal Makano zu töten. Der Kerl ist tot. Schau, wie chillig der geht. Ich kläre das schon. Ich finde heraus, was das war. Das war ein Pfeifen. Und komm und finde es heraus. Schau, so lässig, Mann. Ja, Mann, ich bin's. Boom. Was war das? Keine Ahnung. Komm her, überprüfe es. Was kann es schon gewesen sein? Was zur Hölle? Komm, dann liegst du mit deinem Kumpel zusammen hier. Auf geht's. Was war das, verdammt? Mein Gott, komm und überprüfe es, du Depp. Mein Freund, die Karriere ist vorbei. Komm her, kommst, überprüfst du. Was zum Teufel war das? Komm und überprüfe es. Komm, du Gangster. Das war's mit dir, Gangster. Schau mal, richtiger Gangster. Ich glaub nicht, dass das eine Ratte war. Seit wann können Ratten pfeifen? Ich glaub nicht, dass das... Du bist eine Ratte. Du Ratte. Viel Spaß. Das hört sich nicht gut an. Mein Pfeifen hört sich nicht gut an? Hey, das ist eine Beleidigung. Geil, oder? Der sieht die ganze Waffe nicht. Könnte schwören, ich hätte was gehört. Ja, das ist mein Pfeifen. Was haben sie gegen mein Pfeifen alle? Wahnsinn. So. Ja, mal nicht über mein Pfeifen. Du Sack. Ach, Schnauze. Jedes Mal mein Pfeifen hört sich nicht gut an. Das gibt's doch gar nicht. Komm her. Was passiert hier? Ja, ein riesengroßer Mord. Wie er eingelaufen kommt. Depp. Ach du Scheiße. Ich bin der Leichensammler. Georgie, Georgie, Georgie. Georgie. Gelblicher Motherfucker. Ich hatte gedacht, du wärst mein Freund. Dass du mir und Alice helfen würdest. Aber das war eine Lüge. Du hast mich nicht umgebracht, weil ich Nein gesagt habe, sondern weil du dachtest, ich sei dein Eigentum. Dein kleiner Nigger. Es ging nie um uns zwei. Sondern um meinen Alten. Um meinen Vater. Ich würde alles für ihn tun. Ist wie mit dir und Sammy. Na, dann weißt du ja, wieso ich das jetzt tue. Brutal das Spiel, oder? Wahnsinn. Boah. Wahnsinn. Jetzt ist Fati dran. Okay. Ja, genau. Es geht langsam zum Ende hier. Eine Aussicht, nicht? Als ich in diese Stadt gekommen bin, war sie das hinterletzte Drecksnest. Jetzt sieh sie da an. Zeig mir deine Hände. Das, was zwischen uns war, ist vorbei, verstehst du? Es war vorbei, als du hier raufgekommen bist und nicht mein Sohn. Willst du einen Drink? Okay. Geil. Okay. Den habe ich importiert. Aus Schottland. Single Malt. Eigentlich trinke ich Bourbon, aber ich dachte mir, für die Casino-Eröffnung besorge ich mal was mit etwas mehr Klasse. Der ganze Traum ist vorbei. Aber mit dem Casino wird's ja wohl nichts, nicht wahr? Nein. Sieht nicht so aus. Setz dich ruhig. Ich lauf schon nicht weg. Aber die Waffe auf dem Tisch, die haben wir gesehen. Hey, nicht übel.
Ich trinke lieber Schwarzgebrannten. Ungefähr einen Monat, nachdem mein Bruder Lucio tot war, bekam ich plötzlich Albträume. In einem war ich auf einem Boot. Und eine riesige Welle kam und spülte mich über Bord. Ich fiel ins Wasser und ging unter wie ein verdammter Stein. Und dann gab's noch einen, wo Schlangen mich zu Tode gebissen haben. Aber der schlimmste Albtraum von allen war Georgies Beerdigung. Oh. Wie er da lag in diesem lausigen Sarg. Die Kehle durchtrennt wie Lucio. Nee, der ist eleganter gestorben. Das war wirklich der Schlimmste. Und das träumte ich alle 3 bis 4 Tage. Ich habe einen, da bin ich in Nam. Ich schlafe in einem Erdloch. Da kommen so düstere Gestalten aus der Dunkelheit. Ich versuche mich zu wehren, aber sie überwältigen mich und fesseln mir die Hände. Dann werde ich geknebelt, damit ich nicht schreien kann. So kann ich die nicht warnen, die neben mir schlafen. Und da liege ich und höre, wie sie alle sterben. Das wird man wohl nicht so schnell los, sowas. Nein. Nein. Kann ich mir nicht vorstellen. Was du hier siehst, war alles dazu gedacht, dass mein Albtraum nicht wahr wird. Und jetzt sieh mich an. Ich habe viele auf dem Gewissen, mehr als ich zählen kann. Oh ja, das stimmt. Den ich nie sterben sehen wollte, war mein Sohn. Und jetzt ist er tot. Ganz genau. Ja. Jetzt ist er tot. Ja, ja. Mein Sohn ist tot. Und ich trinke Whisky mit seinem Killer. Verdammte Ironie. Ich würde schön auf die Waffe aufpassen. Ich werde mich nicht entschuldigen für das, was ich getan habe. Wenn ich das täte, wär's gelogen. Mhm. Ich bin nun mal keiner, der groß Scham empfindet für seine Taten. Das war ich noch nie. Groß Scham. Ich wollte mir hier keine Entschuldigung abholen. Ja. Das weiß ich doch. Scheiße, mir war immer klar, wer du bist. Von der ersten Sekunde an, wo ich dich im Country Club gesehen habe. Was heißt das? Wir zwei sind eben nicht wie andere Menschen. Wir beherrschen nur eins. Hören sind wir gut. Töten. Und jetzt... Ich werde auf dich warten, Lincoln Clay. Wir haben uns nicht zum letzten Mal gesehen. Was? Ich weiß. Worauf wartest du noch? Tu's endlich, verflucht! Wow, alter Schwede. Hammer. Das FBI. Wer sind die denn? Du bist Lincoln Clay, oder? Das ist korrekt. Ich hab's ja gleich gesagt, das Casino wird sein Tod sein. War damals nicht wörtlich gemeint. Aber manchmal kommt's eben, wie man sagt. Besonders, wenn man die falschen Leute anpisst. Weißt du, wer ich bin, Junge? Ich denke, Sie sind Leo Galante. Komm, wir gehen ein paar Schritte.
Oh, das bedeutet bei Mafia normalerweise nicht gut. Das wird dich kaum überraschen, aber die von der Kommission wollen dich killen. Dich und alle anderen, die mit der Sache hier zu tun hatten. Das war eine Privatsache zwischen mir und Marcano. Ich verstehe das, Junge. Die anderen auch. Aber diese Branche macht dich paranoid. Wer denkt da klar? Die sehen nur, dass Sal ins Gras beißt. Und fragen sich dann sofort, ob sie nicht vielleicht die Nächsten sein werden. Also checken Sie jetzt, ob Sie mich absägen wollen. Nein. Aber ich habe eine Botschaft an dich. Botschaft? Du hast, was du wolltest. Aber jetzt ist Schluss. Endgültig. Oh. Ich habe kein Problem mit euch. Wieso? Hat monatlich 20% gezahlt. Und zwar Cash. Es wurde immer vom gleichen Mann gebracht. Seit 20 Jahren. Ich sehe keinen Grund, das jetzt anders zu halten. Du? Nein, Sir. Ja, wenn man jetzt Aber Nein sagt. Du hast freie Hand. Du kannst tun, was du willst. Ob du Heroin dealst oder an jeder Ecke einen Puff hinstellst. Ist mir alles scheißegal. Der Typ ist geil. Es ist nur eines wichtig. 20%. Und was ist, wenn ich entscheide abzuhauen? Woanders neu anzufangen? Dann haben wir uns heute zum letzten Mal gesehen. Klare Worte, oder? Er hat ja nur gefragt, was ist, wenn... Ich wünsche dir viel Glück, Junge. Es gibt immer jemanden über und über. Sendet nie. Wäre geil doch, wenn man jetzt im Spiel das Casino übernehmen konnte. Boah, das wäre super. Das wäre echt Hammer. Und doch sind wir hier. Ich glaube, es war ein schönes Ende. Ziemlich brutal. Nun, jetzt habt ihr es gesehen. Danke fürs Zuschauen und like mein Video, wenn euch gefällt, abonniert meinen Kanal, wenn ihr wollt, ihr habt keine Wahl.